So, da rennt noch jemand rum. Eieiei, was ist mit dem los? Der ist ja aggressiv. Zack. Da wurde erledigt. So, war's das hier jetzt? Ne, da sind natürlich noch welche. Da sind ja, natürlich über. Treffen Sie vielleicht auf der anderen Straßenseite des Lagers. Oh, gut. Abwarten. Meine Lieblingsstrategie. Warum kommst du nicht zu mir aufs Dach und genießt das Feuerwerk? Ich setze nämlich gleich alle Drogenboote in Brand. So, ich möchte hier noch vorher die Gangster festnehmen, die aufgeben. Weil auch wenn sie aufgeben, bringen sie uns ja sozusagen einen schönen Punkt. Da hinten ist nämlich noch einer. Ach, dessen! Pass auf! So, der ergibt sich auch. Und dann haben wir nämlich die Mega-Attacke zur freien Verfügung. Und wir sollen hinter dem Lagerhaus jetzt Fetch treffen. Das werden wir doch tun. Nehme ich mal ganz stark an. Ist nur die Frage, wo Fetch hieß. Ach so, da ist eine Wegmarkierung. Hab ich gar nicht gesehen. Ein Glück, dass du die Frauen befreien konntest, ach da. Bevor wir die Boote in die Luft jagen. Was du mich sagst. Oben steht sie. Wow. So. Fertig? Dann machen wir mal Licht in der Bucht. Wow, 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 wow. Na, jetzt zerstört sie alles. Jetzt gibt's ja volle Power. Das ist ja fast wie ein Kamehameha-Strahl hier. Nur auf Neon-Art und Weise. Tja, jetzt gibt's drei ja, Delfinboote weniger. Drei Tümmlerboote weniger. Macht nichts. Das verwechseln die meisten. Okay. Hey, wach auf, es tut sich was. Die bringen bestimmt was zu ihrem Hauptquartier. Ah, okay. Wir sollen ihnen folgen. Sie führen uns direkt hin. Ja, würde ich auch sagen, dass wir denen mal folgen. Wir bleiben besser auf den Dächern. Aber ganz unauffällig halt. Dürfen sie bloß nicht verlieren. Ja, verlieren werden wir sie hoffentlich nicht. So, gehen wir mal zum Nachbardach hier. Hey Fetch, kann ich dich was Persönliches über das DUP-Gefängnis fragen? Curtin Kay? Ja, das meine ich. Nein. Ich meine, was willst du wissen? Es waren 400, vielleicht 500 von uns dort. Ein paar von uns wurden separiert und mussten Spezialtraining durchlaufen. Oder Tests. Ich gehörte auch dazu. 7 Jahre war ich separiert. Weißt du? Curtin Kay war die Hölle. Und auch ein Zuhause. Okay. Na, ich weiß. Eigentlich wollte ich nur wissen, ob die auch einen Pool hatten. Du bist ein Blödmann, weißt du das? Ja, das höre ich öfter. Warum sind wir denn ein Blödmann? Und wieso kann die da so weit drüber springen und wir nicht? Bei mir schießt es immer sonst wohin mich. Wow. Hui, da sind wir auch schon. Hier muss es sein. Okay, wie ist der Plan? Sie erledigen? Sie erledigen ist kein Plan. Doch, das ist ein ganz guter Plan, wie ich finde. Der Plan ist super. Hallihallo, hier ist Dessen und wir werden gleich die Mega-Attacke hier von uns geben. Boah, da war er kurzzeitig gar nicht sichtbar hier. Und bam, 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 bam. So, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Haben wir schon aufgeräumt hier? Nicht wirklich. So, und jetzt? Hilfe, 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 Hilfe. Ach, da oben liegt noch so ein Ding. Zack. Kann ich das einfach so einsammeln? Oder wie? Ah, die scheinen schon kaputt zu sein hier. Lecker. Die nehmen wir mal mit. So. Ach, in dem Wagen wird wahrscheinlich hier Hilfe, Hilfe sein. Ah, den Container, den können wir wahrscheinlich wegschieben. Kommt schon, na los. Ja, die bösen Männer sind weg. Geht, lebt, liebt. Nur nicht professionell. Fangt lieber an, clean zu werden. Es wird nämlich bald keine Drogen mehr geben.
Versaut's nicht! Und weg sind sie. Glaubst du, dass man ein paar fiesen Bioterroristen jemals dafür danken wird, dass sie Leben retten? Ja. Ich glaube, du hast mich gerettet. Oh. Heißt das etwa, du gibst deine ganzen Ritualmorde an Drogendealern auf? Das war doch dein halbes Leben. Ach ja? Ja, der Container. Die andere Hälfte? Eigentlich war es das. Dein ganzes Leben. Keine Sorge, meine Hobbys werde ich bestimmt nicht aufgeben. Anni sucht mir bestimmt noch ein paar neue. Wie Boxen. Soll das der Versuch eines Flirts gewesen sein? Ah, du bist eine sentimentale Psychopathin, oder? Na los, komm. Holen wir uns die restlichen Drogen im Hafen. Vielleicht ziehen wir ja ein paar Fische an Land. Ja, ein Delfin. Hey. Du magst mich. Ja, ja, die Zeit, wie sie vergeht. Und ich glaube, sie mag wirklich Delsin. Vielleicht Freunden, die sich ja noch irgendwie miteinander an. Das wäre natürlich gar nicht mal so schlecht. Die scheinen sich ja schon zu mögen. Und Boxen hat sie jetzt gelernt, hat sie dem Delsin erstmal gezeigt, wie das richtig funktioniert. So, Mission abgeschlossen. Kampf den Drogen. 14 Upgrades verfügbar. Hey, bin gerade. Da tun wir doch mal. Fortfahren. Ja, ich war gerade bei der anderen Frau in meinem Leben. Mäßigung. Ha, Augustin. Was hat sie, was ich nicht habe? Betonkräfte? Ihr Kerle. Wollt immer dasselbe. Übrigens, ich glaube, dein Bruder wäre stolz auf dich. Meinst du, weil ich Dealer umgebracht, Drogen zerstört und Sexsklavinnen befreit habe? Na klar. Aber mich hätte er bestimmt auch gemocht. Ja, wenn er mich mit diesen Booten und Drogen und Dealern gesehen hätte. Wer wäre da nicht stolz auf sein Schwesterchen? Wir waren gut die... Das können nicht mal diese verlogenen Fernsehtypen schlecht reden. Tjo, so sieht's aus. Was haben wir denn jetzt hier? Wo sind wir denn hier eigentlich? 99%, genau, das wird ja noch alles von DUP kontrolliert hier. Wir müssen mal wieder beim nächsten Mal ein paar mehr Nebenmissionen machen. Hier noch die Haufen Scherben einsammeln und hier noch den Finalkampf herausfordern. Dann würde ich sagen, könnten wir hier die ganzen Nebengebiete mal alle fein säuberlich befreien, damit wir hier mal ein bisschen mehr unter unserer Kontrolle haben. Nicht, dass hier alles dem DUP gehört. Das wäre nicht so schön. Oh Gott, hier unten geht es ja noch weiter. Das habe ich ja gar nicht gesehen, meine Fresse. Okay, die Map scheint wohl doch ein klein wenig größer zu sein, wie gedacht. Ja, das heißt, wir müssen hier oben erstmal alles komplett clean machen. Geht doch das beim nächsten Mal. Ich mache erstmal ein kleines Aufnahmepäuschen. Soll heute, wie gesagt, nur eine kurze Aufnahme gewesen sein. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es heißt Let's Play Infamous Second Son. Und ich speichere erst einmal das Spiel. So, Spiel speichern. Gucken wir mal, welchen Spielstand wir beschreiben. Den letzten würde ich sagen vom 28.03. Oh, da 31% hatten wir schon. Der wird jetzt überschrieben. Natürlich wollen wir hier Ja wählen. So, und dann würde ich sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ja, und Servus, hallihallo, zurück bei Let's Play Infamous Second Son. Oh, da fährt ja ein ICE vorbei, oder was? Das ist so eine Magnetschwebebahn. Ja, jetzt hoffentlich wieder mit synchronem Sound. Ich habe jetzt tatsächlich den Kopfhörerausgang auch da angesteckt, wohin gehört, nämlich an den Monitor, wenn ich hier aufnehme über Game Capture. So, und wir wollten ja das letzte Mal, soweit ich mich erinnere, hier ein wenig die Gebiete freiräumen. Die da hatten wir schon freigeräumt. Was ist das da? Ein Audioprotokoll. Nanunana, was macht denn das da hinten? Werden wir erst einmal ein paar Gebiete säubern, würde ich sagen. Zum Beispiel hier, das DUP können wir doch mal befreien und da ein paar... Oder gehen wir erstmal dahin und werden erstmal die Wachstationen plattlegen, lahm machen, wie auch immer. So, zack. Ja. So, oh, da sind wir aber ganz schön schnell unterwegs gewesen gerade. Ja, typisch Neonkraft halt. Ich frage mich noch immer,
wie man das so machen kann, dass man über Gebäude, über gewisse Schluchten drüber springen kann. Lantern District verstärkt das DOP offenbar seine Präsenz. Sie vermuten dort wohl ein Conduit. Okay, dann sollte ich dahin. Oh hey, hier gibt's eine Brücke, über die du hinkommst. Toll, eine Konferenzschaltung. Hey, Fetch. Hey, Abigail, ganz nebenbei. Das DOP hat diese Brücke zerstört, genau wie die 520. Hey, Mann ohne Kräfte. Es gibt keine Brücke, die Konduiten nicht überqueren können. Stimmt's die? Ist ein Versuch wert, Reg. Na, klingt ja, als wärst du in kompetenten und vertrauenswürdigen Händen. Ruf mich einfach an, falls du ankommst. Mann, wie hältst du den nur aus? Er zahlt die Miete. Ich gehe zur Brücke. Er zahlt die Miete. Das ist natürlich ein Argument. So, wir werden aber trotzdem erstmal hier ein bisschen Nebenmission machen. Diese will ja auch gemacht sein. Wir können ja nicht ständig hier alles nur so halb und halbherzig machen. So. Zack. Gehen wir mal. Wow, jetzt haben sie uns schon gesehen, oder wie? Ah, ja, ja. Ja, wir waren ja jetzt auch ziemlich nah dran. Das muss ich zugeben. Da haben wir uns ein bisschen selbst jetzt ins Knie geschossen. Oh, dem helfen wir hier mal. Zack. Wow, wow, heiliger, heiliger. Zack, weg mit uns mal fix hier. Die sind ja ganz scharf auf uns. Wow, 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 wow. So, jetzt sind wir wieder gesund hier. Zack, wow. Die mit ihren Bomben da. Die legen aber ganz schöne Bomben. Dann wäre kaum eine Chance. Zack, zack, jawohl, einer festgenommen. Ach, den haben wir wieder nicht getroffen. Zack, ich muss mal hier kurz abhauen. Tschüssi, Kowski. Wieder mal nachtanken gehen. Eieiei, sonst gehen wir hier gleich noch drauf. Aber volle Kanne verrecken. Das gibt's dann nicht. Zack, den haben wir festgenommen. Bam. Ach, manche brauchen zwei Schuss. Das ist ja voll die Abzocke, hey. Na gut, das sind wahrscheinlich die stärkeren von denen. Die Beton, Konduiten sind. Ich sehe hier doch irgendwo ein Neon-Schild. Ach, da oben. Guck mal einer an. Schwupps. So, von hier können wir ein bisschen Neon entziehen. Jawohl, jetzt sind wir wieder voll, fett, voll dran hier. So, weiter so. Weiter so. Nur weiter so. Na, freilich machen wir weiter so. So, das wollen wir mal zerstören. Wie ging das? Nicht so. Zack. Eieiei. Das funktioniert gar nicht. Ach, jetzt endlich. Eieiei. Da konnte ich irgendwie gar nicht diesen Machtstoß machen. Den wir sonst immer gemacht haben. Keine Ahnung. Zack. Hier wollen wir mal die Schranken aufmachen. Beziehungsweise können wir das Gebäude auch komplett zerstören. Wow. Jawohl. Das können wir doch komplett kaputt machen, oder? Oh, sorry. Da habe ich wohl jemanden getroffen, den ich nicht treffen wollte. Ach, die rennen schon weg. Sehr gut. So, heieieiei. Gut, lassen wir das mal. Wo geht's? Ach, das ist noch ein... Ah, genau, das sind noch so Gefangene aufgezeichnet. Die können wir natürlich noch retten. Verdächtige werden befreit. 84% werden hier nur noch von der DUP kontrolliert. Oh, hier schöne Neon. Lichter. Gleich mal absaugen. Braucht das Auto doch nicht. Ist illegal. Wird nicht geduldet. Neon-Papsel am Auto hier. Zack. So, der ist auch hin. Zack. Bam. Ha. Schön festgenommen. Wir müssen uns bloß ein bisschen die Zeit nehmen und ab und zu mal schön zielen. Zack. Und schon haben wir unsere Mega-Attacke wieder. Darüber können wir auch schon einiges regeln. Gehen wir mal hier rein, hä? Und machen ein bisschen Unfug. Hier am besten. Jawohl. Jetzt lädt er auf. Und jetzt geht's rund hier. Boah, da leckt's teilweise ein bisschen. Zack, 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 zack. Da haben wir auch richtig aufgeräumt, würde ich sagen. Jetzt. Ach, haben wir den gekriegt? Ich weiß es nicht genau. So, den haben wir. Komm, da ist noch einer.
Zack. So waren wir ein bisschen näher. Und da ist doch hier gleich ein Laden mit haufenweise Neon-Reklame. Das können wir doch alles entziehen hier. Ja, Neon wird gebraucht. Neon ist wichtig in der heutigen Zeit, damit man abends schön sieht, wo es was gibt. Was Tolles. Na. Zack. Gefahr, sie betreten Sperrbezirk. Das ist mir scheißegal. Ich will hier einfach nur... So,